Herzlich willkommen bei der Akademie für Lernmethoden. Heute dreht sich's mal wieder ums Gehirn. Und zwar um das alternde Gehirn. Oder man könnte auch sagen, das Gehirn im Alter. So, gestern hatte ich bei uns in der Akademie hier einen verzweifelten Herrn, noch nicht so alt, also 72. Und er sagte, er war also sein ganzes Leben lang höchst aktiv, hat also Projekte geleitet, teilweise sogar im Ausland, also in Südafrika, hat dort Windparks gebaut und so weiter. Und jetzt aber, jetzt wo er Ruhestand ist, jetzt merkt er, dass sein Gehirn immer mehr abbaut. Er meint sogar dramatisch abbaut. Er ist deswegen auch zum Arzt gegangen, zu einem Neurologen, und der hat tatsächlich einen Test mit ihm gemacht. Und es war also so eine Testreihe, und der hatte da 10% sich merken können von insgesamt, ich glaube, 10 Wörtern musste er sich merken, und davon war eins noch da. Den Test haben wir dann nochmal gemacht bei uns, und der ist von 25 Wörtern auf 3 Wörter gekommen, also wie gesagt etwa 10%. Für mich eigentlich ganz gut, denn da hat eine schöne Voraussetzung, da diese Sache wirklich zu verbessern. Bevor wir aber zum Ergebnis kommen, möchte ich euch mal ein paar Sachen über das Gehirn überhaupt erzählen. Was passiert denn nämlich mit unserem Gehirn im Alter? So, also, wir können das nicht verändern. Wir können, es ist sozusagen anatomisch vorgegeben. Also unser Gehirn verändert seine Struktur, indem es schrumpft. Wir haben ja 1,4 Kilogramm hier oben im Kopf, aber es wird insgesamt kleiner. Unter anderem der Hippocampus, der übrigens entscheidet, was geht ins Langzeitgedächtnis und was nicht. Und der präfrontale Kortex, das heißt also da, wo wir denken. Das heißt also, da gibt es jetzt also schon mal ein paar Defizite. Das ist bei dem einen geht ein bisschen schneller, bei dem anderen etwas langsamer, aber generell, je älter wir werden, und die Menschen werden ja heutzutage deutlich älter als früher, desto größer ist die, also desto mehr merken wir, wie es tatsächlich hier oben nicht mehr ganz so funktioniert. Zusätzlich kommen noch zwei Sachen dazu. Also wir verlieren täglich an Nervenzellen. Das ist aber so nicht so weiter dramatisch. Das könnte man jetzt ganz gut aufbauschen und sagen, wow, schon wieder 1 Million Nervenzellen verloren. Nein, das geht ja im Prinzip ab dem Kindesalter los. Das Gehirn entscheidet nämlich permanent, welche Nervenzellen brauche ich, wo braucht mein Besitzer und welche nicht. Und wenn das nicht genutzt wird, na dann weg damit. Platz für Neues. So, und gleichzeitig verschwinden auch Nervenbahnen, also Nervenzellen, das ist die eine Sache. Das soll eine Nervenzelle sein. Und das ist die Bahn, die von der Nervenzelle weggeht. Es gibt natürlich viele, viele Anknüpfungspunkte an eine einzelne Nervenzelle. Und die kommuniziert dann nachher mit anderen Nervenzellen. Und diese Bahnen verschwinden teilweise auch. Also anatomisch gesehen haben wir 1, 2, 3, 4 und der fünfte Punkt, also in dem Fall hier der erste, ist, wir haben ja hier, wenn das jetzt eine Nervenbahn ist und das ist das Ende einer Nervenbahn, dann sagt man dazu, das ist eine Synapse. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch eine Synapse. So, und jetzt geht bis zu dieser Synapse die Information zweiter Leitung auf elektrischem Wege hin. So, die werden jetzt ein bisschen kürzer, also müssen wir mal gucken. Also bis zum hier hin, und jetzt wird es chemisch. Und jetzt schwimmt sozusagen hier ein Neurotransmitter hier rüber, blub, und informiert sozusagen diese Nervenbahn, die dann wiederum zu ihrer Nervenzelle weitergeht und sagen, hier, das und das wollten wir uns eigentlich merken. So, und diese Entfernung der einzelnen Synapsen wird im Alter etwas größer. Also der Abstand wird größer, und damit ist es zum Beispiel zu erklären, warum wir im Alter nicht mehr ganz so schnell denken können. Also wenn ich jetzt noch ein Schulkind bin, dann begreife ich das vielleicht relativ schnell oder ich merke mir etwas. Wir sind immer total erstaunt. Sagt man, jetzt musst du erstmal ein Gedicht lernen. Das Kind lernt, liest sich das dreimal durch und wupp, hängt das Gedicht. Wir bräuchten 2, 3, 4, 5 Tage dafür. Also jetzt, wenn man keine Technik hat, aber warum ist das so, nicht? Und das hat was damit zu tun, dass die einzelnen Synapsen weiter auseinander sind. So. Also weniger Nervenbahnen, auch demzufolge weniger Synapsen. Jetzt kommt noch was Blödes dazu, und zwar,
Ich hatte ja gesagt, hier zwischen diesen Synapsen gibt es so eine kleine Neurotransmitter, die da diese Information weiterleiten. Das ist ja dann chemisch. Dummerweise schüttet unser Gehirn im Laufe des Alters weniger Dopamin zum Beispiel aus. Dopamin ist ein Botenstoff, der zum Beispiel dafür verantwortlich ist, wie konzentriert wir sein können, wie viel wir uns merken können. So, wenn davon jetzt weniger zur Verfügung steht, na, dann scheint es uns auch wirklich schwerer zu fallen, sich irgendwelche Dinge zu merken. Oder wir kommen auf bereits gemerkte Dinge einfach lange Zeit nicht mehr. Ja? Wenn man zum Beispiel über Namen grübelt. So. Und jetzt kommt noch ein Problem dazu. Nämlich, wenn ich mich schlecht ernähre oder wenig trinke oder was auch immer, welche Ursachen es haben kann, bilden sich eventuell, wenn man großes Pech hat und daran erkrankt, Plaque, also Eiweiß. Moleküle, die dann hier oben lauter Klumpen bilden. Und immer wenn ein Klumpen da ist, dann kann keine Nervenbahn mehr sein. Und man hat also festgestellt, also der Herr Alzheimer, der also diese Krankheit entdeckt hat, der hat also Gehirne untersucht und hat dann festgestellt, da sind überall solche Eiweißklumpen dabei. Und offensichtlich hat das einen Zusammenhang zwischen dem Vergessen, sich selber vergessen am Ende, und dieser Plaque. Gleichzeitig werden unsere Blutbahnen auch nicht besser hier oben. Das heißt also, wenn ich nicht viel Sport treibe oder getrieben habe oder mich mit anderen Dingen, interessanten Dingen beschäftigt habe oder mich schlecht ernähre oder rauche oder zu viel Alkohol trinke und, dann kommt es zu Verkalkungen der Nervenbahnen. So. Zu Anfang merkt man das natürlich nicht, aber nach und nach, wenn diese Verkalkungen immer enger werden, also die Bahn immer enger wird, dann verstopft es auch mal. Wenn es verstopft, ist ganz blöd. Dann, wenn es im Gehirn passiert, dann haben wir hier einen Schlaganfall. Ja, dann werden Stents gelegt und dann wird die Ader wieder aufgemacht oder eine neue Umleitung gelegt und so weiter, aber die Arteriosklerose ist ja wahrscheinlich in vielen Dingen da weiter fortgeschritten und die ganz kleinen Kapillaren, die kann man auch nicht mehr überbrücken, die sterben dann einfach ab. So, das heißt also, das alles ist echt ein Problem für uns und das, die Folge davon merken ganz viele und sagen, okay, ich kann mir nicht mehr so viel merken, ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. Oder letztens hat mich eine ganz nette Frau angesprochen, ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist doch schrecklich. So, gibt es eine Lösung dafür? Vielleicht fangen wir erstmal nochmal mit einer Metapher an. Also die erste Lösung ist nämlich, so viel wie möglich aufzunehmen und zwar nicht nur erst im Alter, sondern schon im Laufe deiner Karriere. Also, wenn ich nämlich zum Beispiel nur Waldwege habe, ja, und ich kriege dann irgendwann mal einen Schlaganfall. Einen Schlaganfall kann übrigens jeder kriegen, das kann auch ein Baby sein, das kann auch ein junges Kind sein, das hat mit dem Alter nicht so wahnsinnig viel zu tun. Höchstens, dass die Chance, einen Schlaganfall zu bekommen, im Alter größer ist, weil ja diese Blutbahnen sich zusetzen. So, aber trotzdem kann es immer passieren. Also wenn jetzt ein Schlaganfall ist und der Baum fällt sozusagen über diesen Weg drüber hinweg, das hatte Vera Birkenbier mal als sehr schöne Metapher gesehen, dann ist dieser Weg versperrt und die Information, die eigentlich zu Nerven, zur nächsten Nervenzelle gehen konnte, kommt einfach nicht mehr an. Wir erinnern uns an die Namen nicht mehr. Wir erinnern uns an die Geschichtszahl nicht mehr. Wir erinnern uns nicht mehr, was wir uns eigentlich, was wir einkaufen wollten, weil das Kurzzeitgedächtnis ist, ja, also kann man nicht, ich habe es mir aufgeschrieben, dann habe ich eine Chance. Aber merken wird es schwierig. Oder aber ich habe sehr, sehr viele Datenautobahnen im Gehirn und das wäre wiederum natürlich ein Grund, dafür so viel wie möglich zu lernen. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel so der gleiche Baum von der gleichen Größe, von der gleichen Stärke einschlägt, also der Schlaganfall tritt ein und der fällt jetzt hier über diese Straße, dann kannst du dir vorstellen, dass es nicht so dramatisch ist. Weil die Information, die hier von der Seite auf die Seite soll,
die macht jetzt einfach nur einen kleinen Bogen und ist einfach um den Baum herumgefahren. Wir könnten sogar noch so sagen, also unser Gehirn ist ja ein fantastisches Organ. Es regeneriert sich ja im Prinzip jeden Tag neu. Das passiert meistens im Schlaf, wenn wir im Delta-Zustand sind. Da wird also neu umgebaut. Und wenn jetzt tatsächlich ein Schlaganfall uns also dramatisch zurückgeworfen hat, wir vielleicht die Sprache verloren haben oder wir nicht mehr schreiben und rechnen können, dann kann es im Laufe der Zeit, das muss man natürlich ein bisschen Geduld haben, dazu führen, dass andere Zentren im Gehirn genau diese Aufgaben übernehmen, wenn ich das dann will. Also ich muss natürlich mich dafür bemühen. So, das heißt also, es ist immer möglich, Umleitungen zu bauen. So, jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Lösung. Also, was solltest du in Zukunft immer machen, egal in welchem Alter du dich befindest? Also, du solltest immer gucken, ob du irgendetwas Neues lernen kannst. Was könnte das sein? Ein neues Spiel. Vielleicht ein Instrument. Du lernst ein neues Hobby. Vielleicht stricken oder häkeln oder weiß ich was. Du lernst einen neuen Tanz. Du gehst also ab sofort tanzen. Tanzen soll übrigens eine der wichtigsten Tätigkeiten sein, um das Gehirn so lange wie möglich fit zu halten. Und wenn dann neue Tänze dazukommen, neue Schritte, Abfolgen und so weiter, dann hat man gleichzeitig mit der Bewegung, mit der Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff gleichzeitig noch eine Aufgabe. Und das schafft tatsächlich neue Nervenzellen. Das wusste man lange nicht. Man ging lange Zeit davon aus, dass Nervenzellen sich eigentlich nur abbauen können. Nervenbahnen okay, aber Nervenzellen nicht. Neue Nervenverbindungen okay, aber keine neuen Nervenzellen. Diese Erkenntnis ist über den Haufen geworfen worden und man weiß noch nicht seit langer Zeit, dass tatsächlich die sogenannte Neurogenese passieren kann. Aber ich muss Situationen schaffen, wo dieses Gehirn tatsächlich auch möchte, dass neue Nervenzellen gebaut werden. So, zweite Sache, Sinnhaftigkeit. Ganz wichtig, wenn ich etwas widerwillig lerne, also meine Frau sagt, jetzt geh mal endlich zum Gedächtnistraining, das ist ganz toll und da gehst du hin und ich selber sehe da gar keinen Sinn drin, dann wird wahrscheinlich der Effekt relativ klein sein. Wenn ich aber eine Aufgabe habe, wenn ich für eine Sache verantwortlich bin, wenn ich selber Entscheidungen getroffen habe, das möchte ich unbedingt lernen, dann sehe ich darin natürlich einen Sinn und dieser Sinn wird mich dazu bringen, einige Hindernisse vielleicht auch zu überwinden, aber andererseits Neues zu bauen. So, wenn ich übrigens auch etwas Neues lerne, habe ich automatisch neue Nervenbahnen. Natürlich gibt es unendlich viele Übungen und Spiele, die das Gehirn trainieren. Also wir haben ja alleine bei uns in unserer Akademie, also ich glaube um die 30 Spiele entwickelt, die beide Gehirnhälften zusammenbringen und demzufolge natürlich auch das Gehirn unglaublich trainieren. Wir haben eine Gedächtnistechnik entwickelt, die ganz leicht zu lernen ist, das ist die sogenannte Almu-Technik. Dazu komme ich ja dann nochmal ans Ende, wo ich dann mit dem Herrn nochmal ein bisschen geübt habe. Und Spielen an sich ist ja auch eine kommunikative Sache. Wenn man also mit anderen Leuten in Kontakt kommt und sich nicht irgendwie in seine kleine Stube zurückzieht, dann tut man etwas fürs Gehirn. So, also Übungen, Spiele, Gehirntraining. Natürlich spielt auch ganz eine große Rolle, wie ernähre ich mich. Also ganz häufig ist es im Alter so, dass die älteren Herrschaften vergessen zu trinken. Gefährlich. Also Wasser trinken, unglaublich wichtig. Also einige haben Probleme mit der Blase und so weiter. Das ist vollkommen egal. Das Wichtigste ist, dass das Gehirn genug Wasser kriegt, dass das Blut nicht zu dick ist und alle Informationen weitergeleitet werden können. Aber Ernährung ist auch wenig fettes Fleisch. Viel Fisch, viel Gemüse, viel Obst, eventuell gehirnstimulierende Gemüsesorten suchen, also
beispielsweise Ingwer, das gehört zu Obst, glaube ich, ne? Ingwer, Vitamin C, also vitaminreiches Zeug, wunderbar. Und die letzte Sache für dieses Bild hier, sammeln Sie oder sammelt Episoden. Also das ist eine der wichtigsten Botschaften von Vera Birkenbiel damals gewesen. Da ging es darum, Anti-Altersheimer zu bekämpfen oder Anti-Altersheimer-Strategien zu entwickeln. Und da war zum Beispiel, sagt er, wie war es denn früher? Sicherlich, die Leute sind nicht so alt geworden wie heute. Also meine Oma ist 77 geworden. Das war damals schon sehr alt. Die zweite Oma ist sogar 94 Jahre alt geworden. Außergewöhnlich alt für die damalige Zeit. Aber früher war das wirklich üblich, so zwischen 65 und 70 Jahren so alt zu werden. Also als ich sozusagen Erdkunde studiert habe, da hatte man uns gesagt, also Lebenserwartung für Frauen etwa 73 und für Männer wahrscheinlich 69. Jetzt ist die Zeit 30 Jahre später und man sagt, also die Leute wären etwa 10 Jahre älter. Trotzdem war es damals noch anders. Da gab es noch nicht die ganzen Medien und so weiter. Damals hatte man, also wenn man jetzt ganz weit zurückdenkt, am Lagerfeuer gesessen und sich Geschichten erzählt. Episoden. Heutzutage spricht man nicht mehr allzu viel. Man guckt in die Glotze oder guckt aneinander vorbei, aber erzählt sich viel zu wenig. Und liebe junge Mitbürger und Mitbürgerinnen, hört euren Großeltern zu, wenn die irgendetwas berichten wollen von früher. Das ist eine Gehirnübung. Eine unbewusste sicherlich. Und wenn sie tausendmal vom Krieg erzählen und ihr habt das schon tausendmal gehört und sagt, ja, ich weiß, das war ganz schlimm und so weiter, lasst sie bitte erzählen. Denn das ist tatsächlich eine Anti-Alzheimer-Strategie, also eine Anti-Altersheimer-Strategie. Also wir holen sozusagen diese wichtigen Episoden wieder ans Tageslicht und sie gehen uns dadurch nicht verloren. Wenn ich nämlich tatsächlich an Altersheimer erkranke, dann wird es so sein, dass ich mich an solche Episoden immer noch erinnern kann. Vielleicht kennst du den einen oder anderen, der diese Krankheit hat. Und ganz häufig ist es so, der weiß nichts mehr, was gestern, vorgestern, vor 3 Tagen war. Aber er weiß noch die Kinder oder die Jugendliebe auf dem Schulhof oder er weiß noch aus dem Kindergarten oder Sandkasten irgendwelche Dinge oder alte Lieder und so weiter. Die sind alle noch da, die sind alle im Langzeitgedächtnis gespeichert, aber Stück für Stück gehen sie verloren. Und je häufiger ich darüber rede, desto besser ist es für das Gehirn, dass es also wirklich jung gehalten bleibt. So, und jetzt nochmal die Auflösung, was ist passiert mit unserem Kollegen gestern, der 72-Jährige. Also wie gesagt, er hatte 3 Wörter sich merken können und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich mache mal mit Ihnen eine kleine Übung. Dazu haben wir hier unsere Gedächtnislandkarte, die Almuttechnik. Und dann haben wir genau die gleichen Wörter noch einmal dort rangehängt. Und das hat also nicht länger gedauert als vielleicht eine Viertelstunde. So, und dann habe ich ihn abgelenkt, dann haben wir uns noch mal eine ganze Weile unterhalten. Und dann sagte ich so, nun wollen wir mal gucken, was jetzt hängen geblieben ist. Und er meinte gleich, auch nicht schon wieder. Und ich bin ja schon mal so schlecht hier, Alter. Ich habe ja schon so schlecht abgeschlossen. Und also eigentlich will ich das gar nicht mehr. Er sagte, dann wollen wir doch mal gucken. Und am Ende wusste er 20 von 25. Und nicht nur irgendwo, sondern ganz genau an der Position, wo ich sie ihm gesagt habe. Er wusste ganz genau, also Windpark ist bei Z und der Esel war, glaube ich, bei A. Also wir haben von A bis Z das gemacht, weil die Karte ist ja auch von A bis Z. Er hat dort drauf geguckt und er konnte sich an fast alles erinnern und er war sowas von perplex, was er sich tatsächlich merken kann. Das ist natürlich eine Sache, die kann er morgen, übermorgen und auch noch in einer Woche, diese 20 Wörter. Für mich war es erstmal nur wichtig,
dass er gesehen hat, es gibt Methoden, mit denen man sein Gehirn sogar dramatisch verbessern kann. Und ich denke, er hat gesagt, also nächste Woche, wenn ihr zu dieser Ü50-Akademie wieder einladet, bin ich in jedem Fall dabei. Darüber habe ich mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich euch ein bisschen was über das Gehirn im Alter erzählt habe. Herzlichst, euer Jens. Noch ein kleiner Nachtrag. Mir fällt nämlich noch was ein. Wenn ihr tatsächlich jemanden kennt, der also das absolut nötig hat, oder wenn ihr meint, er müsste sein Gehirn unglaublich schnell trainieren und so weiter, dann haben wir ein Seminar dazu. Dieses Seminar heißt 1, 2, 3 und gemerkt. Also es geht ums Gedächtnis, rund ums Gedächtnis. Und das wird über 2 Tage gehen, ein Wochenende. Sehr intensiv, macht unglaublich Spaß, wir werden sehr viel spielen. Aber vor allen Dingen geht jeder mit einem komplett neuen Gehirn nach Hause. Und darauf freue ich mich schon mächtig. Also, wenn du daran Interesse hast oder du jemanden kennst, der daran Interesse haben könnte, dann schau mal hier drunter. Ich werde dann einen Link setzen. Vielleicht ist es ja was für dich. Herzlichst, dein Jens.